Oh, das ist schon wieder richtig gut. Kreis? Oh. Kreis, wir Hallo? versuchen hier gerade einen Vampir zu jagen. Was machst du jetzt schon wieder? Na Hä? hier. Oh, hier ist noch was vom Trinkst du alten. aus diesem Fass? Hier ist noch vom alten Pfarrersaft was drin, der gute Johnson Spezial. Das ist kein Wein, das ist dir schon bewusst, ne? Das, dir ist bewusst, dass das die Dorfbewohner sind. Die Vampire haben die ausgepresst und haben die hier zwischengelagert. Ich glaube, dein Strigoi, dein Intim-Strigoi, der kommt wieder raus. Also, wow, der kommt ins Wort! Der Strigi! Steck fest! Gib ihm! Versuch's, aber das Nachladen dauert immer so lange. Oh, der ist richtig gut. Au! Wenn er schreit, dann ist er am schwächsten. Ich hab mich nicht bewegt. Oh, nice. Nimm sein Amulett. Downgeschrubbt. Nimm sein hässliches, ekelhaftes Amulett. Vom Johnson Spezial genommen. Ich will kein Johnson-Messwein. Wie gesagt, ich kann es dir noch mal ganz deutlich sagen. Das selber sind, schuld. Das sind die Dorfbewohner. Das sind die Dorfbewohner. Ja, aber das lockt ihn an. Er wollte an meine Lippen. Wollte er an deine Lippen? Nein. Ja, er wollte nur an meine deinen Lippen. Anus. Er wollte an alles. Er wollte mich einfach töten und auslutschen. Offene, blutige Stellen locken ihn an. Ja, und jetzt brauchen wir aber noch einen. Und wo kriegen wir den denn her, ne? Einer fehlt ja jetzt noch im Bunde. An den Kirchen wahrscheinlich, ne? Ja, Sind aber die immer. wo ist denn noch eine Kirche? Wo ist Kirche 1? Wie wär's, wenn wir mal zu diesem Ja, oben komischen... links waren wir ja noch nicht so viel, oder? Ja, aber denkst du dir... Warte mal, was ist, wenn wir oben zum... Ja, gehen wir mal oben zur alten Kralle. Nach zum, oben links, gehen oder? Gehen wir zum, oben zum Krallenweg. Ja, oben links. Aber du gehst nach rechts, nach... Ja, oben ist oben. Ich werde da noch ein bisschen umgeschwenkt. Dann gehen wir jetzt mal hin und schauen uns mal die alte Kralle oben an. Geh mal ein bisschen weiter Richtung Weg, weil da öfter Kisten sind, weil so langsam geht die Munition noch alle. Ja, ich habe noch 29 Schuss in der alten Flinte. Ich habe noch 11 insgesamt. Das ist eine richtige Vampirplage, die wir hier gerade bekämpfen, ne? Ja klar, die sind ja auch eklig. Da hinten sehe ich auch schon Knick im Weg. Ich glaube, ich sehe sogar Kisten auf dem Weg. Der Weg war gepflastert mit Kisten und Lust. Ja, ich hoffe, weil wie gesagt, langsam ja, aber dann gehen muss da auch die noch Mumpeln Munition aus. Drin sein, ne? Das ist halt der nächste wichtige Punkt. Wir haben keine Ahnung, nee, ist noch keine Kiste gewesen, es war nur ein Schatten. Wir haben auch keine Ahnung, ist ja ob schon da mal neuen Rifle ist. Ja, aber dann sind wir schon mal gerüstet wenigstens. Das ist ja dann auch schon mal was. Bringt ja nichts, wenn wir dann ungerüstet davor stehen. Wenn er dich dann frisst und mein Magazin alle isst, dann stehen wir da wie die Nackten. Vielleicht verschont er uns, wenn wir uns bücken und uns offenbaren. Ich weiß halt nicht, diese Friedhöfe, die sind öfters gerne auch mal in so einem Wald, ne? Ja, das sind so diese alten Waldfriedhöfe, wo sie damals die Unehelichen verscharrt haben. Die Ehesünder und so, die waren da alle. Du hast nicht geehelicht? Na gut, dann müssen wir dich im Wald vergraben. Oder du bist eine Hexe. Sie hat mit mir geschlafen, ohne mich ehelichen zu wollen. Hexe! Meinungsforschern zufolge war die Frau eine Hexe. Meinungsforschern zufolge. Ja, so nennt man heute moderne Wissenschaftler. Ja, aber hier ist ja nothing. Nennt sich nur eine Kiste? Das kann ja nicht sein, so eine Schlaufe und dann nichts? Ja, keine Ahnung. Früher soll hier mal was gewesen sein. Da ist eine Hütte. Da ist plötzlich eine Hütte. Ist einfach so vor mir aufgetaucht. Einfach so vor meiner Nase ist plötzlich eine Hütte gespawnt. Ist da was drin? In dieser Hütte befindet sich eine Kiste. Da waren zwei Batardis drin und zwei Säckel Munition. Jeder kann sich den Sack Muni nehmen. Mittlerweile habe ich wieder 28 Schuss. Ich glaube, du kannst eh nicht mehr nehmen, weil ich habe jetzt hier eben Munition eingesammelt und ich habe trotzdem... Weil ich nehme mal noch den anderen Sack. Nö. Ah ne, es waren gar keine Munition, es waren Bandagen. Ich habe 8 Bandagen jetzt. Ah, jetzt habe ich aber auch 32 Schuss, das müsste eigentlich reichen für den letzten Segoi.
Ja, aber wir müssen nur noch die letzte Kirche finden. Oder halt ihn. Vielleicht lungert er auch oben bei der alten Lore rum. Das weiß man ja nie. Es soll auch noch ein geheimes Dorf geben. Legenden zufolge gibt es nämlich ein geheimes Dorf unten bei diesem komischen gestrichelte Linie in zwei Richtungen Fleck auf der Karte. Hat er uns nicht im Dorf sogar schon mal überfallen? Ja, beim ersten Mal hatten wir auch einen, der uns im Dorf irgendwie überfallen hat. Vielleicht ist es ja der Dorfvampir. Vielleicht gibt es einen Dorfvampir. Du meinst also den ganzen Weg wieder zurück, oder was? Ja, den ganzen Weg wieder zurück. Und im Nordosten ist nichts mehr, oder wie? Nee. Da ganz oben ist nix. Wir müssen jetzt hier quasi wieder auf die Straße. Wir können ja mal ins Dorf. Ich laufe mal Richtung Dorf jetzt. Und da ist doch eine Hütte. Oben. Also jetzt, oder irgendwas. Was ist eine? Das ist ein Felsen, riesiger. Aber was für ein Orkolöt. Ich laufe jetzt ins Dorf. Ja, wie gesagt, ich schaue mich hier so ein bisschen um. Weil vielleicht erscheint er uns ja irgendwie oder so. Müssen die Sau auf jeden Fall fertig machen, denn die Leute zählen auf uns. Die sagen, sie können nachts nicht ruhig schlafen, weil dauernd Strigois an ihren Fenstern hängen. Gefangen im Knabenkörper. Ich bin gefangen in diesem Knabenkörper. Eine Riesenmap. Das ist eine Riesenkarte, ja. Eigentlich zu groß. Auch keine Waldtiere, nichts. Ja, ja. Aber ist ja noch nicht fertig. Also, es ist noch nicht fertig. Nee, und dann kommt ja noch eine dritte. Da weiß keiner, worum es geht. Angeblich soll noch eine dritte kommen. Man ist gespannt. Ich näher mich jetzt langsam dem Dorf. Wie gesagt, ich latsche hier mal so ein bisschen die Ränder ab und gucke, ob ich hier irgendwas finde. Gut, ich laufe jetzt hier gerade elegant runter. Vielleicht finden wir halt noch irgendwie so einen geheimen Kackplatz oder sowas, weißt du? Ist ja auch für die Wissenschaft dann wichtig. Klar, dann kannst du direkt Stuhlgang ernten. Stuhlernte. Treffen uns am Mittwoch zur großen Stuhlernte. Massenstuhlernte. Komm schon, kleiner Strigoi, zeig mir mal dein Toy. Ich bin jetzt gleich beim Dorf. Aber ja, einer hat uns beim Dorf belästigt, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Einer hat uns damals beim alten Dorf belästigt. Ich müsste jetzt dann gleich an der alten Mine sein oder so, ja. So. Du checkst Mine, ich check Mühle. Boah, ist das echt ein Weg, ne? Ja, ja, das ist echt ein Riesenweg. Ja, da bin ich jetzt im Dorf. Ich habe schon mal mein Amulett-Teil platziert. Ich habe zwei in Tash. Na, fehlt noch eins. Jetzt schon wieder dunkel. Ja. Also bis jetzt ist ja kein Vampir. Hast du einen? Nö. Aber ich komme erst nachts. Der andere kam ja auch nachts dann. Jetzt gehe ich mal von der Mine wieder. Jetzt mal zu dieser gepunkelten Linie. Ich höre den Dolby Sound. Dann ist er vielleicht irgendwo bei dir. Ich meine, an der Mine hat uns ja auch belästigt. Jetzt höre ich aber auch einen Dolby. Nee, es war nur ein... Jemand hat ein Klavier zugeschlagen. Ey, ich finde so viele Bandagen gerade. Ist doch gut. Also heilen kann ich mal. Ich glaube, es ist ein kleinen geschlängelten Weg.
Hast du was? Nee, ist ganz schön ruhig geworden hier. Das ist super ruhig, ja. Wow, da hinten ist ein Feuer. Ah nee, das ist... Ach so, das ist die Höhle. Okay, ich bin schon hier bei dieser Höhle. Die alte Strigoi-Höhle. Naja, hier dieser Ritualplatz, wo wir dann das Amulett reinschieben müssen, wenn es zusammengebaut ist. Nee, da war er ja nicht. Jetzt höre ich wieder das Klavier. Den letzten müssen wir noch packen, du. Ja, das ist der Tempel der Vampire. Wo der Vater der Vampire schläft. Der Vater der Vampire. Vater. Aber Munition habe ich echt keine mehr gefunden. Oder ist halt irgendwie völlig woanders. Aber wo wäre dann völlig woanders? Ja, wo wäre dann völlig woanders? Das höre ich schon wieder so ein unbehaglicher Ton. Vampir! Das Gute ist, man sieht sie relativ gut, weil sie ja leuchten. Ja. Hier ist noch so ein Hochsitz. Einer hat uns direkt beim Dorf belästigt. Vielleicht einfach wirklich mal im Dorf irgendwie noch rumlungern. Ich hab mich geschnitten. Oh nein, überall ist Blut. Was für eine Sauerei. Wenn jetzt hier ein Vampir wäre, der das auflecken könnte. Das wäre... Du solltest dich in Acht nehmen. Vampire sind super gefährlich. Ha. Ha. Guck mal, warte, da ist die Stadt, wo du gerade bist, oder? Ja. Gehe ich da mal hin und mach mal meine Amulettstücke rein, vielleicht wird er dann wütend. Ich höre dauernd Geräusche. Aber kein Vampir. Also dauernd höre ich so leichte vampirische Andeutungen. Bandage gefunden nochmal. Ich sag, ich bin der Bandagenmeister. Ich habe 13 Bandagen. Alter, ich hab 3. Ganz am Anfang, ne? Bei der ersten Folge, glaube ich sogar schon, kam ja einer in die Stadt. Naja, bei der ersten Folge hat uns ein Vampir direkt in der Stadt belästigt. Aber hier ist keiner. Aber das war doch die Stadt, oder? Weil es ist ja direkt am Spawn. Hier ist die Mühle, da kannst du deine Amulette reinstecken. Guck mal, es brennt. Ah, ist fertig. Das waren nur 3. Es waren nur 3 Sekois und wir warten. Ah. Ja, dann ab zum... Aber warte, komm mal nochmal hier rein. Hast du mal die Notiz durchgelesen? Was will der uns sagen? Dass sie Richtung Süden sind. Hier, neues Dorf haben die gegründet. Ja, das ist das neue Dorf. Waren wir da schon im New Village? Ja, da hast du die Pickaxe geholt. Ach, das war... War das wirklich da? Ich denke schon, ja. Habe ich da die Pickaxe geholt im New Village? Auch irgendwie so dämlich. Wir ziehen ein Stück runter. Da sind weniger Vampire. Oder zu der Jahreszeit sind die Vampire da ein bisschen weniger. Oh, Moment. Sind die gerade ein Stück nach links ausgewichen? Oh, Mann. Laut unseren Forschern sind dort ein paar Vampire weniger zu der Jahreszeit. Wir können die Dorfbewohner nicht finden. Sind sie vielleicht etwas weiter nach Süden gezogen? Nein, unwahrscheinlich. Ja. So schlau sind die nicht. Na gut. So schlau sind die nicht. Dann werden wir wohl verhungern. Hui. Aber hier ist kein Leben im Wald. Die Vampire haben alles weggesaugt. Nichts, ich mein Vogel. Sobald da irgendwas zwitschert, kommt ein Vampir und frisst das Vieh.
Ich hau mir mal noch eine Batterie rein. Ich habe 10 Batterien auch. Ey, irgendwann, also... Ich weiß nicht, was der Kerl noch vorhat auf der Map, aber... Aber hier muss doch irgendwo jemand sein, der auf einem Klavier durch den Wald fährt und Geräusche und macht. Und das Klavier einfach immer nur zuschlägt. Ja. Dann fährt er einen Kilometer weiter. So, hier siehst du sie. Die Ahnen. Ich schiebe nun das Amulett rein. Alter, das Amulett. Das Amulett der Vampire. Traust dich rein in die Höhle? Ist da oben eingesaugt wird. Oh Gott, hier ist nochmal jetzt eine riesige Höhle. Was ist jetzt los? Jetzt ist dunkel. Nee, jetzt. Nee, jetzt. Aber ich kann noch... Ja, aber wann? Was ist wohl in der Höhle drin? Oh, continue. Drück mal Continue, bist du noch hier? Ja. Oh, ich hab dir das Ding in den Kopf gejagt. Alter. Was ist das? Immer nicht ein Geräusch wieder. Nein. Under Construction, Junge. Nein. Tja, dann heißt es jetzt erstmal wieder lange, lange warten, denn ich glaube, das letzte Update hat auch ein Jahr gedauert. Ja, bestimmt. Aber es macht ja auch wieder nur einer wahrscheinlich. Ja, es macht auch wieder nur einen Mensch. Wir brauchen mehr Jagdspiele. Wir brauchen einfach mehr Jagdspiele. Die sind wichtig. Gut, Freunde. Ihr könnt jetzt eine Bewertung da lassen. Darüber würde sich Greis sehr freuen, hat er gesagt. Findest du was geil? Wenn er einen Daumen hinten rein bekommt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und tschüss.